Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Oh, erstmal strecken und aufwärmen, ne? Okay, boah, erstmal aufstoßen. Wir sind hier wieder auf einer Kopfgeldjagd, ne? Und da sind andere Gegner wie vorher. Interessant. Jemand, ich kann den nicht anvisieren, ne? Kämpfe mit mir. Noch kann ich. Warum gehen die auf den los? Der hat die noch gar nicht angegriffen. So, wir sind auf der Suche nach die. Ach, die sind in diesen Eingang. Oh. Versucht die ganze Zeit herauszufinden, wie ich hier am besten hinkomme. Ich glaube, hier wäre irgendwie besser gewesen. Ne? Aber jetzt muss ich mich hier die ganzen Leute hier durchkloppen, erstmal um dahin zu kommen. Ne? Also ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Warum kann ich ihn nicht erreichen? Okay, so er ist weg, verdammt. Ja, ich glaube, hier kann man auch irgendwie lang, ne? Ne? Ja, ich muss wieder da runter. Okay, ich habe glaube ich den falschen Ort hier gefunden, um hin zu kommen. Kann ich von hier aus Leute hypnotisieren? Halte sie auf. Mach mal so. Okay, so wieder zu. So. Irgendwie sind ja weniger Gegner, habe ich das Gefühl. Okay. Aber irgendwie fährt komische Equipment hier gerade ausgerüstet. Aua. Ich glaube nicht, ob das gut ist. Ja, mal schauen. Was wird hier? Ich könnte die Schüsse wahrscheinlich voll gebrauchen. Ah, jetzt soll's, ne? Also, was, komm her. Leid. Ich würde den eigentlich hypnotisieren. Okay, so hier müssen die irgendwo sein, glaube ich. Hilf mir. Na, geh auf die los. Ja, ich muss die Türen gehen zu. Hilf mir. Was? Super. Aber er ist natürlich jetzt wieder doof. Ja, da bin ich gut ausgehen, habe ich so das Gefühl. Warte mal, die kämpfen gegeneinander. Sehr gut. Ich hab gerade. Aber ich dachte, ich habe die ganze Zeit. Boah. Ich habe schon gewundert, warum bin ich hier nicht am Ballern? Okay, komm her, Stücke. Aber eine Menge Schaden. Ah. Ja, so ein bisschen Boot wäre jetzt gut, ne? Haha, so gereimt. Oh mein Gott. Schieß doch mal auf den. Wie weit sind diese Explosionen da immer? So, jetzt hat er alle dran. Nein. Nein. Ich bin wütend. Nicht töten. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Oh mein Gott. Ich hab gesagt, ich hätte viel mehr Schaden anrichten können. Ja, aua.
Okay. Ich wollte sowieso nicht hier mit dem Dings reingehen, ehrlich gesagt, mit einem normalen Schwert. Ich wollte ein Doppellichtschwert hier mitnehmen. Wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich glaube, das ist irgendwie besser, ja. Aber ich habe schon wieder hier zu schnell irgendwie, weil nicht mal das hier. So, wie komme ich jetzt da durch ohne? Ich glaube, hier sollte ich irgendwie hingehen, ne? Offiziersquartiere. Obwohl, da sind ja auch wieder voll viele Gegner, ne? Kann ich da durchrennen? Der Weg dahin ist ein bisschen dämlich. Da muss ich einfach nur nach vorne und dann nach rechts gehen. Okay. Ja, willkommen. Okay. Willkommen zu diesem Part, ne? Übrigens. Erstmal 6 Minuten kein Fortschritt hier gemacht. Da. Da haben wir wahrscheinlich schon zum 4. Mal hier durch. Ja. Au, du Sack. Hey, was geht da? Also, okay, irgendwo nach rechts muss ich jetzt. Oh Gott. Ich meine, irgendwann muss man nach rechts, ne? Wieder hoch. Schon mal eine Pause. Muss mal wissen, wo ich bin. So. Wo ist die Kopfgeldjagd? Hallo? Da oben? Boah. Da ist irgendwo ein Aufzug. Guck mal, wie viele Gegner da sind, ey. Guck mal, wie wenig Gegner da sind. So, da muss ich gleich halt die Klappe. Ja, irgendwo hier? Boah, ich werde da gleich ankommen, bin schon wieder fast tot, ne? Alter, wo ist denn da? Wo ist denn da ein Aufzug? Ich sehe es nicht. Aufzug? Hallo? Wo ist hier ein Aufzug? Boah, lass mich einfach noch mal. Ey, ich bin schon gleich tot. Ich bin tot. Na, kann ich mal sehen, wo hier ein Aufzug ist? Irgendwo soll ein Aufzug sein. Ja, wo? Guter Witz. Ach, da soll man hochklettern. Boah. Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Wow. Oh mein Gott, ey. Boah, da ist eine Scheibe. Boah, ich will schon wieder 10 Minuten am rumrennen. Ich komme nicht mal zu meinen Gegnern hier, ey. Gibt es einfach nicht, ey. Dann muss ich mich da durch den einen Ort kloppen. Ich muss meinen Geist frei machen. Boah, aber das ist so ein nerviger. Das ist so ein nerviger Weg dahin, ey. Muss ich erstmal da runter rennen. Ja, muss ich wieder hier hin, ne? Na gut. Boah. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung hier an dem, ne? Einfach nur hier. Jetzt muss ich aber den Aufzug rufen.
Ja, eine Knarre, die will ich. So, versuchen wir noch mal. Jetzt mal wieder gegen die ganzen Leute da unten kämpfen. Kämpfe mit mir. Gemeinsam kämpfen. Jawohl, mal Schaden gegen ihn. Na, wo ist der andere? Aber noch einer irgendwo. Kämpf lieber für mich, Kollege. Boah, kämpfst du nicht für mich. So. Oh, warum ist er jetzt schon hier? Ayo. Na. Aha. So langsam läuft das hier mit dem Parieren und so, ne? Ich hab das nie beim ersten Mal, immer nur beim zweiten Mal. Hast du mich gerade geile Schnecke genannt? Geile Schnecke. So, jetzt muss ich irgendwie versuchen, die hier zu erlegen. Hallo? Okay, ich wollte schon sagen. Oh, der schießt hier die ganze Zeit ab. Ja. Dann machen wir mal so, ne? Dieser eine Schuss, ne? Schön für dich. Nämlich irgendwie am Boot, der Typ. Oh, das macht euch selber kaputt. Absolut. Ich verfolge einen Plan, Kollege. Er hat mich verwundet. Mensch, jetzt können wir doch zurückwerfen. Bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Boah. Das ist auch voll easy, Mann. Boah, der ganze Weg. Oh, boah, der Weg hier ist schlimmer als gegen die Typen zu kämpfen, Mann. Okay, nächstes Mal heile ich mich, wenn ich halb HP habe. Nicht weniger als halb. Jetzt muss ich hier wieder durchkloppen. Okay. Kämpfe mit mir. Du mach ein paar Gegner platt. Mach ein paar Gegner platt. Mach ein paar Gegner platt. Auch kann ich nicht mehr als ein. Verteidige mich. Du baller ihn ab. Ich hab dich hypnotisiert, Kollege. Boah, gibt's jetzt nicht. Hör auf, du tiefhosen Kerl. Alter, du sollst auf ihn zurück. Boah. Lass uns gemeinsam. Geh auf ihn los. Hi. Meine Herren, ja.
Ah. Ja, ist wieder gegen den hier. Hey du. Oh ja. Boah, ist voll gemacht. Boah. Hat schon wieder funktioniert. Bonk. So. Na, jetzt mal versuchen wir das Ganze nochmal. Mach die Tür auf. Danke. Ah, ihr Kollegen, kommt her. So, ja, bitte mehr davon, wenn es geht. Ich habe einen Plan hier. Eigentlich ist nur der Dicke hier, der mir Schwierigkeiten macht. Na gut. Ja. Da läuft einfach deine Luft. Hast du dich auch da nicht gesehen? Wenn er mich mal treffen würde, ne? Na gut. Wo bin ich? Wo bin ich? Warum ist hier keine Musik gerade? Mein Gott. Ja, sobald ich hier in den Nahkampf gehe, kommt er wieder, ne? Boah. Jetzt kommt Musik. Aber der war gut. Sehr gut. Nein. Nein, hör auf, Kollege. Oh mein Gott. Oh, du Kollege, hörst du mal auf. Ich gehört die Krise, Mann. Oh, auf mich zu schießen, Mann. Ich muss nur deine Schüsse jetzt zurückschießen. Das ist doch nicht so schwer, ich meine. Ah. Da hängt er um fest, sehe ich gerade. Hilf mir! Na, komm her. Bitte ihn als erstes. So, weg bist du. Weg bist du. Oh, ein Stück. Mein Gott. Ich sag doch, so schwierig war das nicht. Und der Weg hierhin war schwieriger als andere. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich wieder zurückkomme. Einfach hier hin, ne? Ja. So. Und damit haben wir, glaube ich, bis auf einen alle Kopfgeldjagden. Ne? Oh mein Gott. Ey, der Weg hier hin war viel nerviger als alles andere. Das ist der richtige Weg, ne? So. Ja, lass mich mal bei dir raus. Was sind hier so schwarzen Striche da? Muss mal Glas reinigen, Kollege. Nein, du bist dran. So, also war ja auch fertig, ne? Das ist der einzige Grund, warum ich hier hingekommen bin. Jetzt können wir wieder zurück nach Kobo gehen, unseren Lieblingsplaneten. Ne? Ich finde, der Sieg hier von
Okay, kann weiter. Haben mir einen Keks verdient. Ein selbstgebackenen Weihnachtskeks. Mit Schokoladenstreusel. Aber bei der letzten Aufnahmesession. Bist du bereit, Kumpel? In Vegas war furchtbar hier, wo ich da die ganze Zeit gegessen habe. Ich dachte, das konnte man nicht hören, weil ich sehe immer hier so einen Ausschlag hier mit meinem Mikrofon. Jetzt mal, wenn ich was sage, ne? Und beim Kauen sehe ich keinen Ausschlag. Ich habe nicht gedacht, man hört das nicht. Aber ich habe ja so ein paar Chips gegessen, ne? Man hört einfach nur, wie ich so. Du hast recht, Chris. Ja. Sie waren unsere Freunde und Mentoren. Mache ich eigentlich nicht gerne in der Aufnahme essen. Aber ich hatte solchen Hunger und ich hatte den Tag noch nicht zu essen, bevor wir aufgenommen haben. Deswegen musste ich einfach essen. Normalerweise mache ich mir immer irgendwie so davor noch, Stunde davor. Aber hatte ich nicht, hatte ich keine Zeit an dem Tag. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Ja, ich habe einfach ein paar Chips und so mitgenommen, habe einfach die gegessen als Frühstück und Mittagessen. Und ein paar Brezel mit Karamell. Und das war mein Frühstück und Mittagessen für den Tag. Na, gut. Alles klar. Sind wir mit dem Gesprächen hier fertig? Habe ich bei Doma alles gekauft? Ich weiß es gar nicht. Das ist mal eine gute Frage, ehrlich gesagt. Mit dem müssen wir ja auch noch reden. Oh. Wir haben schon auch noch 20 Milliarden Gespräche, ne? Was habe ich doch beim ersten Mal? Was ist mit euch beiden? Du erinnerst mich an einen Prospektor. Wie heißt er noch gleich, Gulu? Salpu Giliki. Was für ein Name. Grinse, Salpu. Wow, eines Tages stieß er auf einen absoluten Priorit-Jackpot. Kurz darauf marschiert er mit einem Sack voller Priorit nach Hause, grinst von Ohr zu Ohr und zack, und stürzt in eine tiefe Senke. Was für ein Pech. Ja, aber er ist gestorben, wie er gelebt hat. Als Prospektor? Nein, als jemand, der nicht aufpasst, wo er hintritt. Ein Mann ist gestorben. Was? Ich kann diesen eine Vieh, ich komme da einfach nicht drüber hinweg. Was ist das für ein Vieh? Na, erstmal wieder Domas Dingens hier finden. Ich weiß, ich glaube schon seit wie vielen Monaten rum, seit ein paar. Lange spiele ich das Spiel schon, eine Weile. Und ich habe immer noch nicht hier raus, wo alles ist, auswendig. Befriedigend, oder? Wie bitte? Diesen Ort zu beschützen. Ich sorge für das leibliche Wohl und du hältst sie am Leben. Man bräuchte drei Leibwächter, um auf Zeugen aufzupassen. Ja, ich nehme auch ein paar Leben, also. Genau so ist es. Eine große Aufgabe, aber wir erhalten dafür etwas sehr Wertvolles. Eine Bestimmung. Ja, mit dir muss ich wahrscheinlich noch 20 Mal reden, ne, bis ich fertig bin. Einen Sinn. Ja, das stimmt wohl. Kerl, was ist mit dieser Frau, die mit dir aufgetaucht ist? Maren? Sie ist eine gute Freundin. Was ist mit ihr? Nichts. Gar nichts. Hast du Angst vor Maren? Ich? Oh, nein. Es ist nur, ich habe noch nie jemanden wie sie gesehen. Maren ist eine Schwester der Nacht. Was sieht relativ normal aus. Wenn man den, was ist das? Nur diese komische, blasse Hautfarbe, ja. Beherrscht Magie. Jetzt nimmst du mich aber auf die Schippe. Tu ich nicht. Mal absieht. Sie kann Tote auferwecken. Keine Sorge, du hast nichts zu befürchten. Kerl! Oh, ich weiß nur, wenn die Toten anfangen, hier herumzuwandern, kriegst du was zu hören, Kerl. Oh nein. Hat dir Grease je erzählt, wie wir uns kennengelernt haben? Nein, mach du es. Nein, schieß los. Als er mir zum ersten Mal erzählt hat, er würde gerne eine Kantina übernehmen, habe ich ihn für einen dieser Prioritgeier gehalten. Jemanden, der aus dem Nichts auftaucht, ein paar Idioten ihre Kredits abknöpft und wieder verschwindet. Aber als ich sah, wie viel Mühe er in die Kantina steckt, tja, da wusste ich,
dass wir aus demselben Holz geschnitzt sind. Das Pylons ist für ihn genauso wichtig wie die Mantis. Deshalb trägt es den Namen seiner Urgroßmutter. Das stimmt. Halte dich an Grease. Er ist einer von den Guten. Mal gucken, wie lange der noch lebt, ne? Ich werde es für mich behalten. Wir fangen langsam an, alle Leute hier wegzusterben. So, ich kann nicht mit dir reden. Jedenfalls nicht jetzt. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ah, Sonnenlicht. Ich löse mich einfach so auf den Staub. So Fall so zu Staub. So, mit dem bin ich ja fertig mit jedem, ne? Am Reden, glaube ich. Bis bald. Hallo. So, hier mit der unteren Ebene jedenfalls. Mach dich da draußen auf. Bin ich auf jeden Fall mit jedem fertig. Grog. Wir reden später, Kumpel. Er hat nicht die Stimme von The Rock, ne? Aber er heißt Grog. Ne? Ich will es nur mal andeuten. Ne? So, ey! Machst du das wieder aus? Machst du das wieder aus, bevor mein. Oh. Abstellen, abstellen. Bist du eigentlich wahnsinnig? Hab keinen Bock hier schon wieder auf Dings hier. Urheberrecht. Ich muss jetzt alleine. Jedes Mal, wenn die Musik abgespielt wird von dem blöden Laden, habe ich immer irgendwie eine Urheberrechtmeldung, was jetzt nicht so tragisch für meinen Kanal ist, weil ich kein Geld verdiene. Tormo und die Haxion-Brut zum letzten Gefecht gezwungen. Gut, bringen wir es zu Ende. Oh ja. Trotzdem, ist nervig. Arena-Champion Joe, die Kannibalin, mit einigen üblen Kerlen als Verstärkung zum Luca-Hulk geschickt. Zum Luca-Hulk? Okay, das wissen Sie ja. Battle Raiders denn vertrieben? Tja, das ist das Lustige daran. Das Gefühl, wird ganz schön schwierig. Champion hat eine Abmachung mit dem Rest der Raiders getroffen. Sie arbeiten zusammen? Das ist nicht gut. Nur gegen dich. Zeig ihnen, was du wirklich drauf hast, ja? Ich sag ihnen, was ich drauf habe. Okay. Sorg hat nicht eine, sondern zwei komplette Haxion-Banden auf dich gehetzt. Glückwunsch, Kerl. Du bist jetzt ein echter Kopfgeldjäger. Das war nicht gerade meine Absicht. Und ich wollte nie auf diesen Drecksplaneten. Und dennoch sind wir hier. Aus welchem Grund bist du da mit Absicht hierher gekommen? Aus dem gleichen Grund wie du. Ich habe mir einen Namen gemacht, ob gut oder schlecht, und musste abhauen, bevor das Ganze mich einholte. Abgelegen als Kobo geht kaum. Eine gute Wahl. Sehr richtig, Kerl. Ich habe das Gefühl, sie ist gar nicht echt hier. Diese Partnerschaft hervorgebracht. Einfach nur eine Puppe, die er liegt. Nicht fertig. Tatsache hat sie sich nie bewegt, ob wir nie ihr Gesicht sehen oder irgendwie so. Irgendwie nervös. So. Ich mag ja hier die. Oh, da ist jemand interessiert. Mag sie ja meinen Blaster so ein bisschen umzuarbeiten. Nee, warte mal. 1, 2. Da sind wir nur noch. Ist auch nur noch einer übrig. Was sieht denn hier gut aus? Okay, ja. Ja, bitte sehr. Warte. Ist das alles? Na schön. Ich habe doch schon alle Dinger. Ne? So, so einer. Joe die Kannibalin. Also wenn ich nicht zwei kriege, dann haben wir ein Problem. Dann habe ich irgendwas verpasst. Habe ich wohl einen irgendwie irgendwann mal runtergespissen und nicht eingesammelt oder was? Das wäre jetzt natürlich voll nervig. Doch bei ihm muss ich ja um den halben Planeten hier rumrennen, um irgendwie ihn zu erreichen. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt nicht auch so nervig wird. Ne? Ein andermal. Hey, Thor. Du hast immer noch was zu sagen. Ich habe darüber nachgedacht, was du über die Zukunft von Cowboy gesagt hast. Ja, was war nochmal? Ich denke, es ist richtig, Hoffnung zu haben. Die Geschichte wechselt ihren Gang oft plötzlich und unwiderruflich. Hast du schon mal von der Entdeckung des Auric-Clusters während der Hohen Republik gehört? Nee. Nein. Möchtest du davon hören? Ja. Ja, warum nicht? Klar. Zanet Orzion wurde zur Botschafterin der Republik für den Auric-Cluster ernannt, der soeben als bewohnt identifiziert worden war. Mehrere republikanische Überwachungsschiffe waren in der Nähe des Clusters zerstört worden. Man vermutete stark, dass die Auric-Zivilisation raumfahrend war und kriegerisch. Zanet wurde von mehreren republikanischen Sternenjägern eskortiert. Alle rechneten mit einer Konfrontation. Leider fiel ihre Reise mit dem Ausfall des Starlight-Senders zusammen. Sie hatte keine Langstreckenkommunikation mehr und strandete knapp im Cluster, getrennt von ihrer Militäreskorte. Ein Auric-Schiff entdeckte sie im Vorbeiflug und überholte sie, bevor sie entkommen konnte.
und an Bord traf sie auf eine diplomatische Abordnung mit Geschenken aus den Flussbetten von Auric 3. Wäre sie von Sternenjägern begleitet worden, hätte sich das Ganze sicher anders abgespielt. Schön, dass damals alles gut ausgegangen ist. Jedoch glaube ich nicht, dass wir vom Imperium guten Willen erwarten können. Ich will damit nur sagen, Imperium sind alle böse. Dass auch kleine Vorfälle unvorstellbare Konsequenzen auf die Geschichte haben können. Ich werde die Zukunft nicht aufgeben, ungeachtet der Vergangenheit. Freut mich, dass du das sagst, Thor. Wir reden nachher. Ja, wahrscheinlich. Ist ja oben noch irgendjemand? Die beiden, die da am Tisch sitzen. Kerl, Kumpel. Oh mein Gott. Du bist noch nicht lange hier, oder? Noch viele Leute. Nein, noch nicht. Boah, ich bin schon ich hingegen so gut wie durch mit dem Spiel. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kobo verbracht. Kam ganz allein hier als kleiner Knirps. Ich auch. Mit 12 Jahren, ob du es glaubst. Ich habe 99,8% von diesem Planeten erkundet. So ist es. Hat ja, das ist der ganze Planet natürlich. Reich werden, wenn du fleißig bist. Und das bin ich. Was hey, reich? Kerl, schön dich zu sehen. Junge, ich habe die vielen Fische bewundert. Ich kann immer noch was sagen. Und das hat mich an etwas erinnert, das ich mir von der Seele reden wollte. Tschüss, Lord. Nämlich? Ich brauche nur wenig Bequemlichkeit. Aber eins muss ich dir sagen, deine Yacht ist ein Prachtstück. Die Mantis? Ei. Weißt du, warum sie mir gefällt? Vielleicht erinnert sie mich an... Weil sie mich an einen Fisch erinnert. Ihr Rumpf ist ein ja. Hingucker. Geschmeidig wie Thranta-Speck. Mit einer Flosse und allem. Das ist die Finger von meinem Schiff. Versuch nicht mit meinem Schiff rumzumachen. Echter Fisch. Ich glaube auch nicht, dass Grease gerne mit der Mantis unter Wasser gehen würde. Ei, ich weiß. Mach nicht mit meinem Schiff rum. Sie wollten wissen, was in meiner Zeit anders war. Sprich mit mir und mein Schiff nie wieder. Halte ich von mir und mein Schiff. Ja, das Imperium hat alle so verschreckt, dass sie sich nur noch um sich selbst kümmern. Wie war es damals? Ich habe einmal einen Botengang für Meisterin Kree gemacht. Eine enorm zeitkritische Sache. Ich habe mich so beeilt, dass mein Motivator kaputt ging. Ich war bei vollem Bewusstsein, konnte mich aber nicht bewegen. Überaus peinlich. Wie konntest du dich wieder bewegen? Zufällig erkannte ein freundlicher Passant meine missliche Lage und installierte einen Ersatz. Das ist großzügig. Hier draußen würden sie dich wahrscheinlich ausschlachten. Wie hast du das zurückgezahlt? Gar nicht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Aber Wochen später konnte ich jemand anderem helfen. Diese Kette der Freundlichkeit hielt die Republik am Laufen. Für eine Weile. Jetzt nicht, Kerl. Okay. Wir sind kurz davor, es zu Ende zu bringen. So oder so. Ja. Meine Gedanken kreisen ständig darum, was auf Nova Garen passiert ist. Und meine Klamotten sehen aber echt aus wie die von Starkiller, ne? Ich verliere vor lauter Grübeln nicht meine Entschlossenheit. Und Schwäne hat auch irgendwie so eine Klamotte. Ja, ich weiß. Wir machen das zusammen. Deswegen kann ich weitermachen. Okay. Was mit euch beiden? Ach, Kerl, ist das nicht furchtbar? Ich habe Coruscant verlassen, um dem Imperium zu entkommen. Ja, ich kenne das Gefühl, Winnie. Und jetzt sehe ich überall diese schrecklichen, wenn auch effektiven Helme der Sturmtruppler. Sie kommen nicht zum Außenposten. Das lasse ich nicht zu. Das ist eine schöne Geste, Liebling. Aber du kannst keine Armee aufhalten. Ja, schaut zu, wie ich hier gerade das Imperium abhalte in dieser Bar. Ich bin gerade voll draußen und halte die ab. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die letzte Kopfgeldjagd, ne? Außer danach kommt noch so eine andere Kopfgeldjagd, ne? Ne, vielleicht kommt danach noch irgendwie was, ne? Vielleicht kommt da oben dann noch. Weil sonst fehlt mir irgendwie ein Puck. Irgendwie habe ich dann einen Puck. Davor hatte ich schon lange irgendwie Angst, dass ich irgendwie einen Gegner mal irgendwie so von der Klippe runterstoße und dann kriege ich den Puck nicht, ne? Wenn das passiert ist, dann ja, dann habe ich ein Problem. Ich nehme jetzt mal nicht an. Ich nehme an, das Spiel hat irgendwie daran gedacht, ne? So, Kopf gejagt. Ne, Gerücht. Ja, ich muss zum Jojo, die Kannibalin. So, das ist nicht so weit entfernt. Okay, Lucre Halbkern, alles klar. Pass mich nicht an. Lucre Halk, wo ist hier der Teleportpunkt?
Ja, da war wirklich irgendwie so ein Teleportpunkt direkt am Saloon oder so machen können, ne? Weil ich muss jetzt hier jedes Mal immer hier noch mal gucken, wo ich da hin muss, genau, ne? So, das ist so ein ja, oh. Ich hole mir mal eine Knarre. Weil das ist so ein Roboter, wie ich gesehen habe, ne? Und die kann man leicht abschießen, habe ich so ein Gefühl. Deswegen machen wir so, ne? Das sind irgendwie so meine Lieblingskampfstile, ja. Ich mag sie irgendwie Kugeln, ja. Kugeln, Blasterschüsse, ja. In Massen zurückzuschießen. Lokalkern, wo ist es? Hallo? Oh ne, ich sehe schon. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft, ne? Ich kann mich nicht dahin teleportieren, weil ich erstmal wieder dahin rennen muss, ne? Das ist genau wie mit diesen einen Typen wahrscheinlich, ne? Ja, wie weit kann ich mich denn dann hin teleportieren hier? Lukralkern, Meditationspunkt, Lukralkern. Hangar sparen, Ladegerüst. Ja, ich muss mich wahrscheinlich erstmal wieder durchkämpfen, ne? Oh, das ist genau wie mit dem einen Typen hier letztens. Ah, oh, nee. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Oh Gott, hier, ja, boah, jetzt muss ich erstmal wieder, ja. Okay. Ich nehme an, der Dings ist dann abgestellt, ne? Der Aufzug, ne? Komm ich nach hoch? Hier. Ich werde erwartet, Leute. Okay. Ja, ich drehe um, ne? Aber jetzt geht trotzdem auf mich los. Oh nein, ich sehe gerade, was das für ein Typ ist, ey. Nein, danke. Oh ja, da bitte Spaß. Nein, ich will dazu. Boah. Oh mein Gott. Oh Gott. Der Weg hin wird so was von nervig. Ich sehe das jetzt schon. Kann ich aber durch? Ja, danke. Okay, so kann man es auch machen, ne? Ne. Ich meine, wenn ihr den Aufzug hier nur anlasst, ne? Ja, ich meine Schuld, ne? So, jetzt muss ich mich wieder hier durchkämpfen, ne? Das heißt nicht so weit entfernt, ne? So, irgendwo muss ich. Ja, könnt mal glauben, dass ich hier mich einfach durch. Dass ich einfach nur durchrenne, ne? Ich bekomme keine Erfahrungspunkte. Jo, ciao. Ja, ich kann einfach nur ein Typ mit Lichtschwert sein, ne? Also wie die Batlam Raiders. So, jetzt einfach da lang. Irgendwo, bis ich da eine Sackgasse erreiche. Hey, was geht, na? Ja, schön für euch, ne? Ja, ich gehe mal. Ne. Ich glaube, hier war das, ne? Ah, danke. Ja. Ja, ich schon wie sie mit diesem blöden Doppel. Aua, mein Rücken. Ja, sind schon wie diese blöden Typen mit den Doppelpistolen, die mich die ganze Zeit abknallen. Naja, habe ich keinen Lust, habe ich echt keine Lust drauf. Ja, renne ich lieber hier durch.
Ja. Nun. Kann ich da festhalten oder? Ja. Okay. Nein, danke. Warum haben wir hier viele von diesen? Du hast wohl keinen großen Eindruck hinterlassen. Warum ich hin muss. Diese Leute endlich das Groll nicht ja. Oh mein Gott. Das ist das erste Mal, wo ich hier versuche, gegen einen von denen zu kämpfen. Ja, genau deswegen renne ich von dem weg. Ey. Boah, das ist voll nervig. Boah. Ja, genau deswegen kämpfe ich nicht gegen die. Oder? Genau wegen so einem Mist. Ey, der ballert die ganze Zeit so schnell, da komme ich sowieso nicht dadurch. Hey, na, ciao. Ja, guck sich das meine an. Droidekas? Nee. Komm ich mal am Popo schmatzen, ja. Boah, dieser blöden. Ja, einfach nur bis zum nächsten. So. Der offizielle Weg. Na, du komm mal her. Hilf mir bitte. Komm mal her. Ja. Nein, lass mich hier raus. Ich weiß, da war ein Aufzug. Ich muss nicht unbedingt das Lichtschwert hier wegstoßen. Ne? Nein. Nein, ja. Mach das Ding. Hallo, geh runter. Hey, Kumpel. Bisschen Hilfe, Kumpel. Lässt du mich heilen? Hilf mir bitte. Hilfe. Boah, diese blöde. Trotzdem, dem ich hier die ganze Zeit abschießt, ey. Mann, chill doch mal ein bisschen, ey. Oh. Ist die ganze Zeit auf mich am Ballern, ey. Ich versuche mich die ganze Zeit zu heilen. Die ballert mir nicht immer ab, ey. Ich habe gar keine Zeit, mich zu heilen. Mann. Ist doch mal gut. Boah. Oh, das gibt's jetzt wohl nicht. Oh, ich wünsche, ich hätte diesen verlangsamten Skill in diesem Spiel, ey. Sieht für mich wie ein Eindringling aus. So, wer? Du. Ja, ist gut. Oh. Hey. Kotzt mich gerade richtig an, die. Dieser Art Gegner. Hilfe, BD. So, du. So, komm her. Willst kämpfen? Okay, lass kämpfen. Hey, du blöd Husse. Meine Güte. Oh. Die Raiders werden jede Chance zur Rache nutzen. Selbst wenn sie dafür Befehle von der Brut entgegennehmen müssen. Oder das Kopfgeld auf mich ist zu gut, um zu widerstehen. Na, warum ist der gerade nicht runtergegangen? Weil ich die ganze Zeit da drauf stand? Ja, ne. So, jetzt ist hinter mir ein Ding, ein Checkpoint. Machen wir eine Pause. So, und das ist das nächste. Das heißt, irgendwo hier ist das.
Boah. Mal wieder gucken, wo ich hin muss, ne? Geradeaus. Geradeaus, dann darüber, dann darüber. So. Meine Güte. Hm, wo ist es? Hier soll eigentlich ein Weg sein. Habt ihr abgesperrt, ne? Muss ich irgendwo anders hier durchkloppen, ne? Ja. Der Weg hierhin wird wahrscheinlich wieder nerviger sein als alles andere, ne? Stimmt hier lang, ne? Hey. Ja, ihr seid ja noch kein Problem. So. Oh, der Weg ist so verwinkelter. So. Dann hier und dann nach oben. Und dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet, ne? Oh, ehrlich. Hm. Ja, gut, da muss ich erstmal hier das Ding aktivieren auf der anderen Seite, ne? Nehme ich an. Gott, dann ist das Ziel heute jetzt erstmal hier da überhaupt hinzukommen, ne? Oh, ehrlich. Kämpfe ich gegen euch. Weil diese tiefe Stimme, ey. Oh, jetzt hast du ein Problem. Na, guck mal, wie viele Gegner hier sind, ne? Gut, dann raste ich eben aus. Aus dem Weg. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Er macht doch irgendwie so Macht an Anziehung, während er das macht, ne? So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss, ne? Ich hoffe, ich werde eine Abkürzung aktivieren können, ne? Hallo? Ich hatte aber eine Wand. Ah, danke. Oh mein Gott, ehrlich? Da muss ich zu bewegen. Na, jetzt schießt du, ist klar. Ich krieg da Kotzen mit. Ah. Da wäre es runtergefallen. Bin da dann auch noch, komm. Bin da dann auch. Ja, man muss die einmal erst anziehen, damit die mich zukommen oder so. Hey, Kumpel. Wow, ja.
nicht gut, dass du auf mich zukommst. Oh, ehrlich? Dieses Spiel. Ich krieg ja gerade zu viel. Na, no, was zum... Hey. Das ist kein Wettkampf. Okay. Ich hoffe wirklich, ich kann da irgendwie eine Abkürzung aktivieren, weil wenn ich jetzt irgendwie so gegen jemanden kämpfen muss, ne, dann jetzt schon keinen Bock. Okay, Kumpel. Das ist die Elite der Haxion-Brot. So. Immer das heißen mag. So, jetzt habe ich das aktiviert. Und ich erinnere mich nicht an Regeln auf Ordo Aris. Also muss ich jetzt einfach nur unangenehm werden. Muss ich einfach nur. Oh Mann. Ich hasse es jetzt schon. Genug. So, du bist nicht tot, ist klar. Habe ich da nicht schon mal gemacht? Ja, das wird nervig. Ah, jetzt kommt er auf mich los, ist klar. Ist doch nur ein Roboter. Warum hat die hier so menschliche Stimme? Du kannst uns nicht alle aufhalten. Oh, doch, kann ich. Pass auf. Schaltet ihn aus. Wir werden Helden sein. Kumpel! Ja, das wird wehtun. Ja, ich bin tot. Ja, ich werde sie eher erledigen als die beiden. So. So, jetzt so. Oh Gott. Ich brauche Hilfe. Lauf bloß nicht weg. Okay, jetzt läuft's. Okay. Ich war's das dann mit der Haxion-Brot. Das war's? Gehen wir zurück zu Catch. Hier reicht's mit diesem Kopfgeldjäger-Geschäft. Okay. Okay, da war's dann anscheinend. Da kommt da sicher noch irgendwas. Mein Gott, der finale Kampf war ja wohl. Ja, ich habe schon gesehen, ja, das ist ein Roboter, gegen den ich kämpfen muss. Deswegen wird das ja wohl nicht so schwierig sein. Aber ich habe jetzt irgendwie gedacht, da kommt noch was anderes. Aber anscheinend nicht. Alles klar, gut. Ich bin aber richtig gegangen. Ja, da kommt er sicher noch irgendwas. Ja, aber. Die war ja voll einfach zu erledigen, ne? So im Vergleich zu alles andere hier. Einfach auf sie drauf schießen die ganze Zeit. Ich fand diese Typen hier mit den Hammer, mit den Elektrohammer, diese Wache irgendwie viel schwieriger als sie. Was ist das für ein Balancing hier? So, jetzt habe ich den letzten Puck, aber da sind noch zwei Belohnungen. Was soll ich jetzt machen? Verwirrt mich jetzt ein bisschen, was hier los ist. Also da kommt jetzt noch ein super geheimer Kopfgeldjagd. Der optionale Boss ist Boba Fett.
Keine Ahnung. Hey. Okay. Verlockend. Ja, ich krieg da hoffentlich noch einen bezieher optional letzte Boss sein oder so. Von hier krieg ich dann wahrscheinlich noch einen Puck oder so, ne? Genau, so in der Ecke. Hey, Killer, trifft mich, wo alles begonnen hat. Ich habe eine Überraschung für dich. Gut, aber diese Überraschung gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wir reden jetzt noch ein paar Mal mit den letzten Leuten hier, ne? Ah, oh, wir sind fertig mit ihr. Und was hat euch zwei nach Kobo gebracht? Ja, sind wir auch noch fertig mit ihr. Ein Team wurden beschlossen, so, Belohnungskeks. Wir Veränderung brauchten. Hm. Wir hatten unser ganzes Leben in Städten verbracht, in Fabriken, Nachtclubs. Es war Zeit, einen organischeren Sound zu erkunden. Aber warum hier? Tja, wir waren auf vielen anderen Welten, sind aber nie lange geblieben. Hier wollten wir auch nicht bleiben. Aber irgendwas ist hier. In der Luft und in den Einwohnern, weißt du? Weißt du was? Ihr zwei seid echt in Ordnung. So sind wir eben. Nur zwei fahrende Musiker, die auf Gleitergeräusche stehen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Für den Saloon ist es definitiv gut. Und wir danken dir für deine Hilfe, Cal. Dieser Sound ist genau das, was mir gefehlt hat. Ja, ich kann's hören. Die kann nicht aufhören, diese Songliste zu spielen. Starkes Material, Cal. Ja, die klingen aber leider ein bisschen gleich. Irgendwie so die gleiche Stille. Ja. Gut, reden wir noch mit ein paar Leuten hier. Beim nächsten Mal gucken wir uns mal an, hier die eine Kollegin hier von uns vorbereitet hat. Ich würde nicht drauf wetten, Har. Das ist nicht schlimm, Kumpel. Du wärst nicht der Erste, der Kobo besucht und dann für immer bleibt. Klar, wir alle wollten reich werden und wieder abhauen. Aber was ist der wahre Grund, warum wir bleiben? Mein Schiff ist abgestürzt. Ich konnte nicht mehr weg. Wir verlieben uns in Kobo. Ja, und du bist jetzt einer von uns. Genau. Hey Kumpel. Carl, willst du mal richtig lachen? Du hast ja immer noch was zu sagen. Witz für dich. Natürlich. Sehr gut. Hör zu. Stell dir vor, es gäbe einen Fisch ohne Kiemen. Ich verstehe es nicht. War das der Witz? Was soll das heißen? War das der? Oh, natürlich. Wie soll denn ein Fisch ohne Kiemen atmen? Oh, ich verstehe. Was? Denkst du, du kannst es besser? Dann los! Droidenwitz. Ah, okay. Sorry, BD. Wie viele Protokolldroiden braucht man, um einen Energieanschluss zu reparieren? Zwei. Einer ruft um Hilfe, der andere übersetzt. So, der Droide ist also ein Fisch? Ich lass dich besser wieder alleine. Fische können nicht um Ich verstand den, der war gut. Das ist Unsinn! Mir will immer noch nicht eingehen, dass es die Jedi wirklich nicht mehr gibt. Ich weiß sie. Ich habe auch lange gebraucht, um das zu akzeptieren. Was soll die Galaxis nur ohne ihre Anleitung? Gibt bestimmt keine Jedis mehr draußen, ne? Keinen einzigen. Die Jedi hatten kein Monopol. Außer Luke Skywalker und Ben Kenobi und Starkiller. Wir können unseren Weg und Ahsoka. Wir müssen nur diese beiden Bösewichte hier von. Ich hoffe sehr, dass sie recht haben. Von Ahsoka hier, dieser alte Mann und hier die eine. Kopf hoch. Wir können Tenelor und Darth Vader war technischerweise besser deutsche Wort von technically. Kerl, sag mal, theoretisch war Darth Vader auch mal die Idee, also ja. Ein oder zweimal. Winnie sagt, dass ich unbedingt und der Imperator ein bisschen, nehme ich an. Wie ist es da? Viele ja, Schiffe, viele Leute. Eins mag ich, das andere nicht. Na, jetzt will ich wieder nach Stroheim ziehen, ja. Und ich mag beides. Du hast nicht gelebt, bevor du nicht auf einem Vergnügungsschiff über Uskru die Nacht durchgetanzt hast. Ich würde die Reise machen, nur um das zu sehen. Hallo, Cal. Hi. Ich bin mal Winnie, ne? Genau, Winnie. Ich muss an Winnie the Pooh denken, deswegen konnte ich mir merken. So, wir wissen halt überhaupt, wo es begonnen hat. Da war doch in dieser einen Schlucht, ne? Wo wir zum ersten Mal getroffen haben, genau. Wie komme ich denn da am schnellsten? Ne, der war doch ein Ding jetzt in der Nähe, ja. Ja. Meine Theorie ist dann, dass da kein Bosskampf kommen wird, weil der Weg dann ist viel zu einfach.
Na, mit dem Puck hier macht mir aber ein bisschen so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ne, also nehme ich mal, ich krieg nur einen von ihr, ne? Wenn ich das letzte Ding auch noch kaufen kann, ne? Weil sonst wird mir ja ein Ding fehlen, ne? Habe ich bei Doma eigentlich schon alles? Ja, ne? Bei Doma habe ich eigentlich auch schon alles, ne? Ich habe Trophäe bekommen letztens. Guck mal. Hallo? Hallo! Ja, mit dir sollte ich vielleicht auch noch mal reden, ne? Oh, was für ein hilfreicher Droide. Ich habe alles, ne? Du warst was mit dir? So oft hier, dass du mittlerweile sowas wie ein Stammkunde bist. Ich bin erst seit kurzem hier voll offen gekommen. Die meisten Ladenbesitzer würden dir einen. Habe ich eigentlich die meiste Zeit ignoriert. Aber nicht mit mir. Nimm das nicht persönlich. Denn sobald man Geschenke verteilt, fragen dich die Leute, warum nicht an mich, Doma? Ja, warum nicht? Den Stress brauche ich nicht. Klingt vernünftig. Oh, du hast ein scharfes Auge für gute Ware. Hm. Wirklich? Ja, aber die Ware ist... Ich kaufe einfach alles, was ich mir leisten kann. Du kaufst auch, was dahinter steckt. Was meinst du damit? Jedes Objekt hat eine Geschichte, die es vom Besitzer zu Besitzer trägt. Die Geschichte ist in jedem Objekt und hat dadurch Bestand. Das gilt für ich kaufe einfach nur, weil du das hast. Ebenso wie für einen fettigen Handabdruck auf einem Handtuch. Sie erinnern daran, dass andere schon früher da waren. Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich an dir mag, Kerl? Du nervst mich nicht immer damit, deine Streitigkeiten zu schlichten und so. Ich ziehe es vor, mich selbst um meine eigenen Probleme zu kümmern. Geht dir sicher genauso. Genau. Vor einer Weile hatte ein Prospektor einen Streit mit seinem Protokolldruiden. Er war so wütend, dass er gewalttätig wurde. Also bin ich dazwischen gegangen. Ich habe dem Prospektor gesagt, sehr witzig vor. Wenn er seinen Droiden noch einmal anfasst, erteile ich ihm Hausverbot. Und sorge dafür, stell mir einfach so ein C3PO vor, der sich irgendwie voll die epische Schlacht hier mit so einem Typen mit so einem Typen hat. Wie können Sie das machen? Mit dir würde ich mich auch nicht anlegen. Mit den komischen steifen Bewegungen von C3PO. Du bist klug genug, um Ärger zu erkennen, wenn du ihn siehst. Ja. Und da bist du wieder fertig. Gut. Alles klärchen, dann würde ich sagen, was ist das? Ah! Und mal gucken wir beim nächsten Part mal, was es damit auf sich hat, ne? Mit hier der einen Kollegin, ne? Und was die uns für eine Überraschung zeigen will, ne? Und dann gucken wir mal. Ja, lass mich mal kurz was gucken. Ich habe noch eine andere Vermutung. Und zwar, wo bist du? Ja, wie heißt der Teleportpunkt? Verwüstete Ansiedlung. Kann ich mich dahin teleportieren? Ja, wenn nicht, dann ist es ziemlich offensichtlich, was da passiert. Ne, ich kann mich dahin teleportieren. Okay. Aber ich mal sehen, was da was jetzt passiert. Also, da kommen sich wieder ein paar Leute. Interessant. Guck mal, wie probieren wir einige andere Komponenten aus. Wie die Komponente von dem Ding hier aussehen, von dem Blaster. So, so sieht mein Blaster im Moment aus. Ich mag so diese Blaster, die so aussehen wie so Magnums hier. Oh, sieht auch nicht schlecht aus. Nehmen wir das. Modell 13. So, ich habe einen neuen Abzug irgendwann mal bekommen. Ne? Oh, einer fehlt mir noch. Ah ja, den muss ich noch holen. Ne? Diese Wasserpistole. Ja, dann nehmen wir das. Boom. Okay. Mein Gott, was ist denn da hinten los? So, egal. Ich mache ja Feierabend. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wo
wir hier die eine Kollegen treffen müssen. Und ja, sagt dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Mein Gott, ey. Könnt ihr mal ein bisschen den Kraft hier aufhören? Dankeschön. Gut. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.